Hallo, liebe Studierende, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in meinem Kurs. Das Semester wird ja etwas anders ablaufen, als wir uns das alle bisher gedacht haben. Vorweg vielleicht die wichtigste Info. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen die Struktur meiner Kurse vorstellen. Das wichtigste Konzept besteht darin, dass Sie mir gerne Rückmeldung geben dürfen, was gut läuft, was schlecht läuft. Denn ich glaube, dass dieses Semester sehr viel darauf basieren wird und dass der Erfolg des Semesters sehr viel davon abhängen wird, dass wir hier einfach ehrlich miteinander umgehen. Was habe ich mir überlegt, wie dieses Semester laufen soll? Sie finden in allen meinen Kursen einen Kurskalender. Und dieser Kurskalender enthält einen Vorschlag von mir, wie Sie Ihre Zeitplanung gestalten sollten für die Veranstaltung, um die es jetzt in diesem Kurs bei Ihnen geht. Wenn Sie diesen Kalender einfach importieren über den iCal-Link, den es gibt, dann haben Sie den nachher in Ihrem Thunderbird, in Ihrem Outlook, was auch immer Sie verwenden für ein Werkzeug. Sie werden also daran erinnert, wenn Sie das Ganze möchten. Halte ich für sehr clever, denn dann haben Sie schon mal die erste Motivation, ich sollte jetzt vielleicht etwas für diesen Kurs hier tun. Damit Sie dann den ersten Anschub bekommen, werde ich zusehen, dass ich denke mal, wöchentlich Impulsvideos zu den dann aktuellen Themen liefere. Diese Impulsvideos sollen aber keine 90-minütigen Vorlesungen sein. Ich glaube nicht, dass das ein adäquater Ersatz für eine Präsenzveranstaltung wäre, weil sie hat ja überhaupt keine interaktiven Elemente. Ich will vielmehr es schaffen, in einem 10 bis maximal 30-minütigen, das finde ich fast schon zu viel, in einem 10 bis 30-minütigen Video so die erste Einstiegshürde zu überwinden gemeinsam mit Ihnen. Ich will Ihnen klar machen, um was es eigentlich für ein Thema geht und Sie ein bisschen für das, was Sie sich dann selber erarbeiten müssen, motivieren. Wenn dann diese erste Hürde genommen ist, dann habe ich Ihnen bereitgestellt meinen Mitschrieb. In der Regel ist das ein Foliensatz, es ist irgendein PDF, wo ich was auf meinem Tablet geschrieben habe. Die PowerPoints sind teilweise vertont. In jedem Fall habe ich Ihnen was bereitgestellt, wo Sie sich relativ zügig in das Thema einarbeiten können. Mein Tipp ist der, machen Sie sich gleich Notizen dazu, schreiben Sie sich auf, was unklar ist, schreiben Sie sich auf, was Sie mich vielleicht später fragen wollen. Wie das mit den Fragen funktioniert, dazu gleich mehr. Tiefergehendes Verständnis für die einzelnen Themen können Sie sich damit schaffen, dass Sie entweder in das von mir bereitgestellte Skript gucken. In manchen Kursen habe ich das, ich habe ein eigenes Skript geschrieben. Das würde dann in dem Fall heißen, Sie können sich einlesen in das Thema, können sich ein tieferes Verständnis davon verschaffen. Und in manchen meiner Skripte habe ich dann, Maschinenelemente, um ein Beispiel zu nennen, da habe ich dann am Ende jedes Kapitels auch nochmal die wesentlichen Formeln kompakt zusammengefasst. Die zweite Variante wäre, ich empfehle in der Regel auch weiterführende Literatur. Das sind normalerweise Standardwerke. Standardwerke deshalb, weil Sie die in der Regel bei uns in der Bibliothek als E-Book zum Download finden. Das heißt, Sie können also von zu Hause aus die ganzen weiterführende Literatur, die ich möchte oder die ich empfehle, herunterladen und sich zu Hause zu Gemüte führen. Das sind dann aber meistens natürlich sehr viel ausführlichere Varianten dessen, was ich als kompakten Mitschrieb oder was ich als Skript zur Verfügung stelle. Aber wenn es Verständnisfragen gibt, ist das vielleicht genau die richtige Anlaufstelle. Steht jeweils die Seite dabei, die Sie sich angucken sollten. Was ich dann noch bereitstelle, sind je nach Kurs alte Klausuren. Das kann sein, dass das Papierklausuren sind. Dann sind die Musterlösungen normalerweise mit dabei. Mein Tipp ist aber der, gucken Sie nicht gleich in die Musterlösung. Man denkt nämlich ansonsten, man hätte gewusst, wie es geht und man weiß es aber nicht wirklich. Also probieren Sie es ruhig erstmal selber zu machen. Und der zweite Punkt ist der für Sie wahrscheinlich schönere Weg. Es gibt auch in der Regel elektronische Klausuren von mir, die Sie online dort als Selbsttest verwenden können. Sie können sich also einen umfassenden Eindruck davon verschaffen, was in einer Klausur verlangt wird von Ihnen. Und bei den E-Klausuren haben Sie den großen Vorteil, Sie können einen Test durchführen. Sie können die Klausur also schreiben, in Anführungszeichen, genauso wie wenn sie in echt wäre. Das Ganze können Sie anonym machen, also keine Scheu. Ich gucke da nicht rein, interessiert mich ehrlicherweise auch gar nicht. Üben Sie einfach damit. Sie bekommen nämlich, wenn Sie einen solchen Test durchführen und den Test beenden, auch sofort die Auswertung dessen, wie viele Punkte Sie erhalten hätten, inklusive dann der Lösung, die richtig gewesen wäre. Das heißt dann also, dass Sie hier zu jeder beliebigen Zeit sich selbst testen können, auch für einzelne Aufgabentypen. Sie müssen nicht die ganze Klausur machen, es reicht, wenn Sie eine Aufgabe machen. Wenn man Lagerlagerungen in Maschinenelemente abschließen, machen Sie doch die Aufgaben aus Lagerlagerungen. Sie können sich das separat angucken und dann schauen, wie gut oder wie schlecht Sie da bisher abschneiden. Und bei allem, was ich Ihnen an Material zur Verfügung stelle, bin ich mir sicher, dass dieser interaktive Teil, also dass Sie und ich, dass wir miteinander kommunizieren, dass der nicht zu kurz kommen darf.
Ich habe mir das so vorgestellt, ich biete Ihnen dazu mehrere Wege an. Der Weg, der am geschicktesten zu dokumentieren ist, ist das Forum. Sie finden in jedem meiner Felix-Kurse ein Forum. Mit diesem Forum dürfen und sollen Sie Fragen stellen. Ich werde da auch regelmäßig reingucken und Ihre Fragen beantworten. Der Vorteil ist der, es ist wie gesagt alles dokumentiert und zwar dokumentiert für uns alle. Das heißt, schauen auch Sie da rein, vielleicht beantwortet jemand da schon die Frage, denn Sie selber dürfen sich natürlich die Fragen auch gegenseitig beantworten. Also kurzum, helfen Sie sich auch gegenseitig. Und wie bei den Selbsttests, die ich gerade angesprochen habe, können Sie auch hier anonym agieren. Das heißt an der Stelle aber, dass ich Ihnen auch ein Regelwerk mitgebe, wie wir dieses Forum bitte benutzen. Das Wichtigste ist, haben Sie keine Scheu. Probieren Sie es einfach aus, lassen Sie uns das ganze Ding gemeinsam ausprobieren. Bisher haben die Foren, die nutze ich ja schon länger, immer ganz hervorragend funktioniert. Bislang war das immer erst kurz vor der Klausurenzeit. Lassen Sie uns das jetzt aufs ganze Semester ausdehnen, das wäre zumindest mein Wunsch. Und die letzte Variante, die ich Ihnen noch anbieten möchte, ist die, dass immer dann, wenn wir einen größeren Themenkomplex abschließen, ich bleibe jetzt wieder bei Maschinenelemente, um eine Vorlesung zu nennen, wenn wir beispielsweise das erste Kapitel Lager und Lagerungen abgeschlossen haben, dann werde ich Ihnen im Rahmen eines Chats oder Livestreams, das müssen wir mal gucken, wie wir das dann wirklich machen, im Moment plane ich einen Chat, dann werde ich Ihnen auf jeden Fall persönlich und live zur Verfügung stehen, denn ich glaube, manche Sachen sind besser zu erklären, besser nachzufragen, wenn man sich wirklich gegenüber sitzt oder wenn man sich direkt hört oder direkt schreiben kann. Wenn es Kritik gibt, wenn es Fragen gibt, wenn es Anregungen gibt, her damit. Lassen Sie uns dieses Semester gemeinsam gestalten, weil ich davon überzeugt bin, dass wir dann ein ganz, ganz spannendes, ein ganz hervorragendes und vor allem ein für alle Seiten sehr lehrreiches Semester hinbekommen. Jetzt wünsche ich Ihnen auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Ich wünsche Ihnen einen sehr guten Start in dieses Semester. Vergessen Sie eines bei allem, was ich gerade sage, nicht. Tauschen Sie sich auch gegenseitig aus, weil ich glaube, das Studium sollte zu einem nicht unerheblichen Teil daraus bestehen, dass Sie untereinander, Sie Studierende untereinander miteinander kommunizieren. Wenn es jetzt nicht in Persona, also im Sinne von mit Präsenz geht, dann machen Sie doch genau das, was wir hier probieren. Probieren Sie einfach mal die Werkzeuge aus, die wir jetzt gerade ausprobieren, wie das untereinander klappt. Viel Erfolg, viel Spaß und ja, bis demnächst hier im Kurs.